Gitarre, auch so ein geiler Track. Holy shit, hört euch Gitarre an, falls ihr Gitarre noch nicht gehört habt. Gitarre, so ein geiler Track. Damn it, Alter. Natürlich Freunde auch. Jetzt haben wir nur mir. Ein Song an ihren Ex-Freund habe ich aus der Instagram-Story entnommen. Elif, wirklich unglaublich talentiert. Falls ihr Elif noch nicht kennt, habt ihr vieles falsch gemacht, Freunde. Ich habe es ja auch erst vor kurzem entdeckt, aber bin ich ein bisschen verliebt, Digga. Ein bisschen verliebt. Huch. Gut, ich würde sagen, wir schauen rein bei Elif. Nur mir, wie gesagt, ein Song an ihren Ex-Freund, so wie ich das rausgehört habe, aus der wunderbaren Instagram-Story. Link zum Original ist in der Beschreibung, Freunde. Nicht vergessen, Donnerstag auf Freitag streamen wir live auf Twitch. Kommt vorbei. Kann nicht glauben, was mit mir passiert. Oh. Deine Worte haben manipuliert. Darf den Zugang zu mir nicht verlieren. Sonst bleiben all deine Worte in mir. Warte, okay, ich habe mich gerade noch ein bisschen mehr verliebt vielleicht. Wir schauen ganz kurz rein. Ich möchte kurz gucken, von wem der Beat ist. Where? Song Credits. Produced by Beat G's. Beat G's habe ich schon mal gehört irgendwo. Ich liebe gerade bei Elif gerade so, wie sie Rap und Gesang so unglaublich gut kombiniert. Darf den Zugang zu mir nicht verlieren. Geiler Sonst Beat. bleiben all deine Worte in mir. Geile Stelle. Zuerst warst du da für mich. Und dann wolltest du mich als Besitz. Oder wie sie sich bewegt. Doch weißt du, wenn man Liebe gibt, verlangt man's nicht zurück. Diese Stadt ist groß genug für uns zwei. Ich will sie eh mit 4 Millionen anderen teilen. Steig in dieselbe Bahn, steh auf demselben Gleis. Alles unseres, alles seins. Aber ich gehör nur mir. Gehör nur mir. Ganz krass, Alter. Bisschen leise soll ich ein bisschen lauter machen. Sorry, Jungs. Digga. Gehör nur mir. Gehör nur mir. Nicht hier, nicht ihm, nicht dir. Ich gehör nur mir. Ich Krasse Stimme. gehör nur mir. Gehör nur mir. Nicht hier, nicht ihm, nicht dir. Ich gehör nur mir. Ich habe dir versprochen. Sie hat halt so eine einzigartige Stimme. Sie hat eine sehr warme Stimme so. Kann aber auch trotzdem auch noch sehr gut in diese High Notes reinkommen, ohne dass es sich halt zu maskulin anhört an manchen Stellen. Sie hat eine sehr kraftvolle, warme Stimme, aber sie weiß, wie sie sie einsetzen muss, Mann. Boah. Und ich liebe halt diese kleinen Rap-Elemente oder wo sie halt anfängt, so ein bisschen zu flowen einfach. Ist stark. Strong. Sehr strong. Dass ich da bin bis ins Grab, bis ich neben dir dann lieg unter der Erde an einem Tag. Holy fuck, achte mal auf den Beat, achtet auf den Beat, Leute. Dir versprochen, dass ich da bin bis ins Grab, bis ich neben dir dann lieg unter der Erde an einem Tag. Ich habe dich vergöttert, dir das jeden Tag gesagt, doch da kannte ich dich noch nicht und deine ekelhafte Art. Du wolltest. Boah, geil, Mann. Ich glaube, da kann auch jeder relaten, der irgendwie mal so eine toxic Beziehung hat oder so toxic Friendship oder whatever. Oder sich halt den Menschen getäuscht hat, so keine Ahnung. Fühle ich sehr, boah. Fühle ich sehr wieder, weil ich finde, bei Elif in letzter Zeit ist es so, sie kombiniert viele Styles so. Ob es jetzt bei ihr Rap und Gesang ist oder ob es im Instrumental ist, kombiniert sie so viele Styles einfach und versucht sich so ein bisschen auszu. Man merkt, sie hat einfach Lust, ein bisschen was auszuprobieren und es funktioniert sehr gut, Dir finde das ich. jeden Tag gesagt, doch da kannte ich dich noch nicht und deine ekelhafte Art. Du wolltest mich erpressen, hast mich ständig klein gemacht, mir gesagt, dass ich Wie sie klein gemacht so eine Melodie reingemacht hat. Diese kleinen Sachen meine ich, die ich liebe. Deine ekelhafte Art. Du wolltest mich erpressen, hast mich ständig klein gemacht, mir gesagt, dass ich dich brauch und ohne dich nicht weiter schaff. Ich hab Geil. darüber nachgedacht, viel zu lange nachgedacht, doch du bist nur ein Pascha, was du machst, das ist Haram, du Spast. Du spielst nicht mehr mit meiner Psyche. Boah. Wegen dir war ich immer müde. Nie wieder wirst du mit der Hand in meine Wunde fassen. Nie wieder einen Cent mit meiner Mucke machen, denn ich. Ansagen werden doch hier verteilt. Holy fuck, Digga. Krasse Abrechnung. Okay, ich glaube, das ist ganz geil. Ich habe es schon öfter gesagt. Ich liebe es, wenn Leute oder Künstler allgemein so erstmal so was Persönliches teilen, aber damit auch das verarbeiten so. Und mit Mucke Sachen verarbeiten ist immer gut. Oder mit Kunst allgemein Sachen verarbeiten so. Geil, Alter. Kein einfaches Thema, so gerade auch für sie, denke ich nicht. Aber sie geht ja mal sehr gut um. Und das ist echt ein bisschen creepy, Mann. Wäre ich der Typ. Ich hätte Angst in mein Leben, Alter. Ich hätte mich eingeschissen jetzt spätestens, Alter. Jetzt spätestens bei diesem Part hätte ich mich einfach reingekackt, Alter. Du bist nur ein Pascha, was du machst, das ist Haram, du Spast. Du spielst nicht mehr mit meiner Tüche. Was ist das für ein Instrument im Hintergrund? Diese Streicher, die da reinkommen. Hier war ich immer müde. Nie wieder wirst du mit der Hand in meine Wunde fassen. Nie wieder einen Cent in meiner Mucke machen. Denn ich gehör nur mir. Auch eine schöne Hook einfach auch so fürs Feeling. Ich gehöre nur mir, ist eine schöne Message. Gehör.
Schön, schöne Message. Ich finde es im Video auch gut umgesetzt, wie sie bei der Hook, wo sie sagt, ich gehöre nur mir, so sich frei fühlt, sich leicht fühlt und befreit es einfach. Und in den anderen Parts, wo sie über den Typen rappt, so sehr gefangen, creepy und eng ist. Aber sobald sie gecheckt hat, yo, ich gehöre nur mir, ist sie frei irgendwie. Schön nochmal visualisiert, Freunde. Der visualisierende Boss oder der kunstanalytische Boss an dieser Stelle, ja? Krass, Mann. Bruder. Halt einfach eine krasse Stimme. Sie hat einfach eine krasse Stimme, soll man sagen. Damn. Elif, ich gehöre nur mir. Fresh. Wieder directed by Till van Loosen, Alter. Der Typ kann Musikvideos machen, der hat Ahnung. Der hat drei IQ-Punkte mehr als ich im Kopf, Leute, ja. Wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Das war Elif mit Ich gehöre nur mir. Ein Song an eine Person. Nobody knows who it is. Aber an der Stelle dieser Person, ich würde mich jetzt echt einkacken, Alter. Ich hätte jetzt echt ein bisschen Angst um mein Leben. Ich möchte kein Beef mehr haben an seiner Stelle, ja. Crazy. Wie gesagt, eine gute Art und Weise, damit umzugehen, das abzuschließen, wie die Haustür, Freunde, ja. Im besten Fall schließt ihr eure Haustür ab, wenn ihr rausgeht. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Genau. Gute Sache damit abzuschließen. Und es hat sich noch krass gut angehört. Es ist noch eine gute Message für alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, waren oder mal kommen sollten, denke ich. Und auch so diese Message, ich gehöre nur mir, ist einfach so, denk als erstes, jetzt nicht egoistisch nur an dich, aber hör auf dein Herz, hör auf deine Gefühle, guck, dass es dir gut geht, bevor du nur bei anderen guckst, dass die alle cool sind und dass es denen gut geht. So. Von daher, unglaublich schöner Song. Reiht sich in die letzten Tracks von Elif sehr gut ein, Alter. Gitarre, wow, Alter. Wobei, ich glaube, Gitarre hat nur ein Musikvideo bekommen vor kurzem. Trotzdem, Gitarre unglaublich schön. Freunde zu Ende, alles krasse Tracks. Und jetzt auch der, ich gehöre nur mir, reiht sich gut wieder rein. Also da ist kein Abfall zu sehen, was ich gut finde, ja. Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Habt einen wunderbaren Tag. Link zum Original ist in der Beschreibung. Lasst mal eure Meinung zum Track in den Kommentaren da. Und vergesst nicht, auf Twitch vorbeizuschauen, Freunde. Und dann sehen wir uns. Bleibt fresh. Bis dahin und ciao.